Einen wunderschönen guten Tag. Zurück bei... Was Quatsch. Hogwarts Legacy sind wir. Das, so heißt dieses Spiel. Und wir irren hier gerade in Hogsmeade rum. Schon eine ganze Weile. Heute ist so ein Hogsmeade-Tag. Weil ich heute Hogsmeade mag. Ah. Wobei wir jetzt hier, glaube ich, soweit erst einmal... so ein bisschen fertig sind mit den Dingen, die zu tun sind. Ich muss jetzt mal... Ach, ihr wieder. Ja, ja, verstehe ich. Ich muss jetzt mal heim. Und mal einen Blick werfen. In... Expelliarmus. Ja, sicher. Ah, darf ich nicht. Schade. Ah, das darf ich auch noch nicht. Ja, es wäre ein nicer Move gewesen, wenn er jetzt im Sprung seinen Besen gezückt hätte und wäre dann davon geflattert. Dann halt nicht. Floor fliegen. Floor fliegen, Floor fliegen. Jetzt darf ich. So, na Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt unbedingt... Oh! Jetzt verliert er auf einmal wieder Energie. Hä? Das hat er bis eben nicht gemacht. Ist aber gemein. Warum kann er jetzt wieder Energie verlieren? Weil er über Hoggy ist? Oder womit hängt das zusammen? Na, jetzt geht's. Na, jetzt verliert er wieder. Habe für immer gesagt, aber das habe ich nicht gemeint. Und bist du jetzt zu Prevenium? Sie haben wunderschöne Glocken. Das sind die Glocken meiner Großmutter. So, jetzt könnte ich natürlich versuchen, zu Fuß bis da oben hin zu gelangen. Ich müsste den Weg finden in. Großen Turm. Und dann müsste ich den ganz hoch bis zu Barnabas, den Bekloppten. Rabbit, Rabbit. Lassen wir hier wieder bei dem Musikraum. Ja, ist ja toll. Allohomora. Und dann... dann könnte ich dann den Raum der Wünsche ein. Oh, das sieht ja spannend aus. Konfrigo! Dunkler Gang voller Spinnweben. Sind wir hier etwa? Ach ja. Ja, unnötig. Krasser Effekt. Na, 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 na. Lumos. Alles ist, ja.
Hier war ich auch schon häufig gewesen, habe dann verzweifelt das Eckelchen gesucht, wo dieses Sphinx-ähnliche Ding rumsteht und hab's dann doch nie gefunden. Wir sind wieder hier. Und hier geht's wieder raus. Ja. Man sieht, wir kennen uns super aus hier. Ach, das ist jetzt, den Gang hatte ich schon mal aufgeschlossen. In dem haben wir offensichtlich eigentlich nichts zu suchen. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Solid. Wer weiß, was es bringt. Zaubertrankunterricht. Das Schloss bei Nacht. Ist entspannt. Wenn hier absolut nichts los ist, niemand da, der nervt. Kann tun und lassen, was man will. Hier geht's zu irgendwelchen Seitentürmchen. Aber nicht zu dem Türmchen, zu dem wir wollen. Komm, das bringt doch alles nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin gerade. Ich kenne mich in diesem Schloss einfach noch nicht genug aus. Wo bin ich denn gerade? Ach, hier bin ich. Ach, hier bin ich. Ah, ja, kenne ich. Was gibt's denn hier noch? Räume. Wir wollen den Raum der Wünsche. Also bitte. Wir müssen ein paar völlig sinnlose Gegenstände visieren. Unbekannte Gegenstände für Hand und Gesicht. So nämlich. So, mal gucken, Tränkestation. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ja, achso. So, der identifiziert einfach alles, was ich habe. Vielen Dank. Schöner Raum. Und dann können wir jetzt in unsere Ausrüstung stöbern. Oh! Imperio-Ziele für Manipulation. Ach, guck, da ist jetzt sogar mal was drauf. Erhöht Schaden mit Incendio. Na, guck! Ist ja schick. Den dürfen wir noch nicht. Reduzierter Schaden durch dunkle Straßenköder. Ja, gut. Oder eine Brille. Da haben wir den Level noch nicht, aber fast. Dann können wir den Moment gerade noch abwarten. So. Wir haben die ersten Gegenstände mit Verbesserung gefunden. Das ist ja schön. Vielleicht, weiß ich natürlich nicht. Kann ja diese Verbesserung jetzt auch irgendwie bearbeiten oder... Nö, keine Ahnung.
So, hier haben wir nichts. Hier haben wir noch den hier. Reduzierter Schaden durch Kobolde. Erhöhte Füllrate der alten Magieanzeige. Das ist natürlich auch nice, ne? Stimmt, daran erinnere ich mich irgendwie. Hab ich das, dass ich irgendwie bei den... Reduzierter Schaden durch Kobolde. Besser. Ich würde bei den anderen Dingern gerne die Eigenschaftsdinge rausnehmen. Ah, das sind die. Ich finde halt mein Zauberstab schön, wie er ist. Ich will da keine komischen Griffe dran haben. Du kannst deinen Besen bei Spintwitches Sportbedarf und Hogsmeade verbessern. Ja. Alles klar. Ja gut, Tränkestation ist ja, da macht man halt Tränke und nichts anderes, ne? Was machen wir hier? Kleiner Topf. Pflanz dich. Gib da Malvenkraut. Zu kaufen bei die magische Rübe. Die magische Rübe war das, da kann man den Scheiß kaufen. Ja, genau. Pam! The Magical Rübe. Rübe, 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 Rübe. Magie, Magie, Magie. Swoosh. Es macht immer Swoosh, Swoosh. Es macht immer Swoosh, Swoosh. Bekloppt. Ach, Peeves. Du bist schon mächtig dumm. So, meine Damen und Herren. Was nun? Was nun? Was machen wir jetzt? Was wollen wir nun tun? Was wollen wir nun tun? Weil diese Bildchen hier. Das ist einfach wieder nur eine Toilette. Confringo! Akio! Was ist das denn? Rebellion. Was ist das denn? Eigentlich, was das ist. Dreh dich. Sei wild und dreh dich. Wo bin ich hier gelandet? Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ich möchte bitte gerne so schnell wie es geht nach Haus. Weil ist es hier, kann mir das einer sagen. Gibt's hier irgendwie keine Treppe nach unten oder wie? Oder was ist das hier? Kann hier runter gucken, aber. Quatsch mit Soße. Ich mit Soße. Doch, vielleicht nehmen wir das Treppenhaus. Ich probiere mal aufs Treppenhaus.
Vielleicht hilft's. Weiß man ja nicht. Kann ja sein, manchmal hilft's, manchmal nicht. Hi. Ja, Sir. Stillgestanden. Ah, wieder die zwei Geister, die sich kloppen. So, wir müssen schon wieder hier ins Menü. Es tut mir leid, wir müssen jetzt nochmal nach den Aufträgen gucken. Weil da ist jetzt ein bisschen was passiert. Guck mal, verbessere deine magischen Fähigkeiten, um die nächste Herausforderung anzutreten. Da müssen wir auch immer noch Logog den Kobold finden. So, da muss ich den Pulso lernen. Und dafür müssen wir aber erstmal hier... Maxima und das Maxima fehlt mir, glaube ich. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Lasse Ballons über den Bahnhof von Hogsmeade platzen oder bringe Ballons rund ums Goethe-Feld zum Platzen. Da fehlt mir jeweils noch einmal. Eine Venemosa Tentacula und eine Alrauna. Das haben wir auch alles noch nicht gemacht. Na, sammelt das Rollpol, das hat man gemacht. Genau. Das ist ja so ein Dauerding. Ach ja, hier, ich kann mal wieder ein paar einstecken. Die könnte ich dem Kollegen ja mal bringen. Und vielleicht macht ihn das ja glücklich. Und vielleicht sagt er dann, ja gut, dann will ich mal nicht so sein. Aurora Nummer 2. Und wir dann so, da kommen wir ja in viel mehr Häuser rein, da kommen wir ja viel mehr vor diesen Viechern klauen. Hallo Homura. Haben sich die Räder gar nicht mehr getreten, ihr habt es gemerkt, gell? So, was haben wir denn hier? Wie schön. Dinge geschehen. Ich hab's gesehen. Out of order. Oh. Du gehörst nie, Danny Geiss. Na guck, was haben wir denn hier? Heimlicher Raum hinter der Toiletten. Demi Geist, du bist ja wirklich der letzte Scheiß. Demi Geist, ich fang dich und bring dich in den alten Kreis. Noch eine Rebellion. Sie wurde komponiert. Lange bevor wir gemalt wurden. Lumos. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja witzig. Verstehe. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen?
Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wäre Ihnen jedoch sehr verbunden, wenn Sie noch ein paar mehr finden könnten. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Keine Belohnung, nichts. Also gut. Dann eben nicht. Demigeist. Passage der einäugigen Hexe. Ich frag mich gerade, muss ich wieder den kompletten unterirdischen Weg langlaufen oder habe ich das einmal gemacht und lande jetzt direkt im Honigtopf? Deswegen bin ich da jetzt mal reingegangen, weil mich das gerade mal interessiert, ob ich jetzt direkt im Honigtopf bin oder ob ich wieder im Untergrund bin. Ja, wir sind wieder im... Ja, wir haben wieder die komplette Strecke. Zu... absolvieren. Gib Galdwin Moon die Demigeist-Monde zurück. 5 von 9 haben wir schon. Achso. So viel sind es gar nicht. Achso, das ist sowas. Okay. Nehme ich. Sitz in der Falle. Wie komme ich hier raus? Leviosa. Aha. Geschafft. Ja, ist alles gar kein Problem hier. Ist auch überhaupt kein Problem. Aber können wir noch alles? Alles schon mal gemacht. Das war doch schon mal gewesen. Kennen wir uns aus. Haben wir überhaupt keinen Stress mit. Heizen einfach durch. Alles an Truhen und Kram haben wir ja eh schon eingesammelt. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Das haben wir wahrscheinlich auch schon gemacht. Okay. Haben wir alles schon gemacht, kennen wir schon alles, wunderbar. Wir sind unter dem Honigtopf und da gehen wir rein in der nächsten Folge. Denn heute gehen wir da nicht mehr rein, denn heute haben wir keine Lust mehr. Genau, bis nächste Folge. Tschüssi. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier heute gemacht habe. Egal.